Die Technik wird voranschreiten, das ist unwiderruflich, ganz klar. Wir müssen aufpassen, dass sie uns nicht überholt. Mein Name ist Klaas Jeschke. Ich kümmere mich um Sales und Marketing für die Superbuden und versuche damit, das Produkt Superbude möglichst authentisch, emotional halt darzustellen, um möglichst viele Gäste halt dazu zu bewegen, halt zu uns ins Hotel zu kommen oder in die Hotels. Und ja, das ist meine tägliche Arbeit. Mein Name ist Jörn Hoppe, ich bin der Manager der beiden Superbuden-Hotels in Hamburg, St. Georg und St. Pauli haben wir jeweils ein Haus. Ich ziehe alle Fäden, ich halte alles zusammen, ich spreche mit den Abteilungen, ich koordiniere viel, kümmere mich auch um Einstellungen und Personal, manage das gesamte Haus eben. Die Digitalisierung ist tatsächlich etwas, was bei uns tagtäglich halt Einzug erhalten hat in unsere Häuser, in unsere tagtägliche Arbeit. Und dieser Begriff ist ja so weit gefächert, dass wir einfach so viele Themen haben in letzter Zeit, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Wenn man viele Jahre zurückguckt, dann ist tatsächlich irgendwie die Vermarktung und der Verkauf von Hotels wesentlich einfacher gewesen. Jetzt ist es so weit gefächert und das ist im Endeffekt dem geschuldet, dass das Internet dazugekommen ist, dass wir ganz viele E-Commerce und Kampagnenkanäle haben und da versuchen wir halt natürlich irgendwie Schritt zu halten und uns weiterzuentwickeln und dementsprechend ist das halt ein fortwährender Prozess, in dem wir uns bewegen. Die Technik wird voranschreiten, das ist unwiderruflich, ganz klar. Wir müssen aufpassen, dass sie uns nicht überholt. Dennoch muss man immer schauen, was ist wirtschaftlich, was ist praktikabel, funktioniert es. Bleiben wir mal bei dem Beispiel Lichtsteuerung. Das ist extrem toll, wenn man das zu Hause hat und das Telefon sich mit der App verbindet und ich irgendwie ganz schnell vom Bett aus irgendwie das Licht ausmachen kann. Im Hotel muss ich mir aber wahrscheinlich erst eine App herunterladen, muss das herausfinden, wie geht das, muss das steuern. Ich als Hotelier muss sicherstellen, kann das jemand hacken, könnte man eventuell aus Versehen im Nachbarzimmer das Licht an- oder ausmachen. Ich muss all diese Faktoren unterbringen und da frage ich mich, ist das notwendig oder nicht? So, wir leben davon, dass die Gäste ihre eigenen digitalen Geräte mitbringen, sehr viel sogar. Wir haben das mal testen lassen und abgefragt. Im Durchschnitt hat jeder Gast 1,5 Geräte dabei, also sprich bei zwei Leuten sind 3 mobile Geräte dabei, wahrscheinlich 2 Handys und ein Laptop nehmen wir an. Und die bringen sich ihre eigene Technik mit sozusagen und mit der wollen sie sich auch auskennen. Deshalb sind digitale Gästemappen zum Beispiel auf einem fremden Gerät irgendwie eigentlich nicht mehr das Ding der Zeit, weil ein Kurzzeitbesucher hat gar nicht die Zeit und die Lust, sich mit dem Gerät auseinanderzusetzen, um wirklich irgendwie zu schauen, wie funktioniert das alles. Wenn er die Information auf seinem Gerät kriegen könnte, mit dem er sich auskennt und er genau weiß, wie es geht, dann ja. Also lieber eine Online-Lösung bieten, sozusagen, die der Gast mit seinem Gerät aufrufen kann, als tatsächlich die Technisierung im Hotel unterzubringen. Ist auch ehrlich gesagt eine wirtschaftliche Frage. Lohnt sich das für ein, wir haben 74 Zimmer und 89 Zimmer für unser Haus? Ich könnte mir vorstellen, in einem Business-Hotel, maritim oder wie auch immer, 250 Zimmer irgendwie, wo Konferenzräume sind, da ist das vielleicht eher was. So, aber für uns, wir sind ein reines Tourismushotel, da ist das, glaube ich, nicht so, oder? Wie siehst du das? Ein Riesenthema, was wir in der Digitalisierung halt permanent besprechen, ist halt das Thema Individualisierung, halt Daten sammeln und da versuchen wir tatsächlich irgendwie einen Weg zu finden, wie wir halt authentisch bleiben, wie wir ein emotionales Produkt haben. Wir wollen natürlich irgendwie ein alternatives Hotelkonzept darstellen und da ist immer die Frage, inwiefern sich diese Themen dann halt irgendwie schneiden, halt mit Sachen wie Daten auslesen und so weiter. Und da versuchen wir halt irgendwo schon einen Superbudenweg zu finden. Aber wir wollen halt auch, und das lernt man zum Beispiel halt im Social Media, im Kampagnenmarketing, heutzutage ist die Werbung so gut geschaltet, dass es eigentlich ein Vorteil für den Gast ist oder für den Nutzer bei Social Media, um Kampagnen und Werbung angezeigt zu bekommen, die mich im Wesentlichen auch interessiert. Und genau das wollen wir halt auch erreichen. Wir wollen halt Daten abfragen, die freiwillig sind, die uns der Kunde oder der potenzielle Kunde einfach angibt, um dann ihm halt deswegen ein besseres Produkt anbieten zu können oder ein besseres Angebot zuschneiden zu können. Ne? Und egal, ob die Webseite dann individuellen Content hat, der nach oben kommt, einfach weil man merkt, okay, ich bin ein Kunde XY und habe die und die Interessen und die werden mir als erstes angezeigt, das ist für mich ja erstmal positiv und für das Hotel am Ende dann auch, wenn die Conversion dadurch besser wird. Ne? Das ist ein wichtiger Faktor.
Datenschutz nehmen wir tatsächlich sehr ernst, denn es kann ein großer Vertrauensbruch sein gegenüber dem Kunden, wenn wir seine Daten missbrauchen, ganz klar. Deshalb, wie Klaas gesagt hat, wir fragen viel freiwillig ab, was der Gast uns gibt. Das nutzen wir natürlich, das Wissen. Das kann aber auch einfach sein, dass er Vegetarier ist und wir uns das merken sollen, wenn er bei uns ist. Oder dass sein Zimmer eben nicht auf der und der Etage sein soll, sondern lieber weiter oben, weiter unten, nah beim Fahrstuhl, weit weg vom Fahrstuhl. Dann geht's los. Das, was man früher als guter Barkeeper konnte sozusagen und an der Bar sich gemerkt hat, was war der Lieblingsdrink der Dame, die am Vorabend auch schon hier saß, irgendwie, das ist Service einfach, das haben wir schon immer gemacht, jetzt verlagern wir nur die Speicherkapazität vom Kopf auf eine Festplatte und dabei gibt es Richtlinien zu beachten und die müssen wir sehr, sehr ernst nehmen. Wie lange dürfen wir diese Sachen speichern, wer macht das? Dafür haben wir einen Datenschützer, der kümmert sich bei uns darum intensiv, der prüft, ob wir alles so machen, wie es konform ist und ich finde, wir sind da sehr gut aufgestellt. Ja, tatsächlich ist das ein Thema, was uns ja jeden Tag irgendwo aus der Reserve lockt und mit dem wir uns beschäftigen müssen. Und wir sind natürlich jetzt zwei kleine Hotels mit jeweils unter 100 Zimmern, wo natürlich das Risiko, einfach sich in neue Ideen halt einzulesen oder einzuarbeiten, halt nicht ganz gering ist. Ne? Wir sprechen halt tatsächlich in letzter Zeit von wahnsinnig vielen Ideen, die im Bereich Digitalisierung einfach Fuß gefasst haben. Egal, ob das jetzt Voice-Marketing ist, ob das Suchmaschinenoptimierung ist, ob das Virtual Reality ist, Augmented Reality ist, ob das Bots sind und all diese Themen sind natürlich irgendwo wichtig und werden, da wird eine Menge Zukunft vorhergesagt, aber wir müssen halt immer die Wirtschaftlichkeit, wie Jörn gerade schon sagte, halt einfach auch bedenken und wenn wir jetzt ein Thema Bot zum Beispiel uns überlegen, dass wir das machen wollen würden, dann ist die Sache wieder, wir brauchen jemanden, der wahrscheinlich 2-3 Monate Fragen und Antworten bis ins Unendliche da rein diktiert, um letztendlich einen Bot zu haben, der unserer Qualität oder der Idee unserer Qualität halt entspricht. Und das ist wieder so eine hohe Investition, wenn das dann keiner nutzt, dann haben wir halt Geld verschenkt oder verbraten. Und da müssen wir halt immer permanent gucken, okay, was ist wichtig für uns, wo wollen wir am Ball bleiben, wo nicht. Und ja, da versuchen wir uns halt permanent zu hinterfragen. Das machen wir mit einem kleinen, aber sehr professionellen Team. Wir haben dazu Agenturen, die uns irgendwo unterstützen in diesem Bereich. Und ja, wir versuchen tatsächlich da wirklich das Richtige rauszulesen, um am Ende die richtigen Entscheidungen für die Superbuden treffen zu können, um gleichzeitig dann halt auch mit den Global Playern oder so irgendwie ein bisschen Schritt halten zu können und tatsächlich unsere Philosophie nicht zu verlieren.